Wir sind jetzt hier 3 Stunden auf Thun gefahren. Jetzt sind wir am Thunersee. Jetzt haben wir hier so ein Schloss gefunden. Wir mal im Park ein bisschen rumschauen. Cool. Wir sind jetzt hier am Blausee, in der Nähe von Bern.
Und es regnet und es ist arschkalt. Und jetzt haben wir dann den Adventure-Weg gefunden. Genau. Wir müssen schauen, wo man bleibt. Jetzt probieren wir es mal aus, ob da überhaupt einer ist. Yeah. Nein. Zeitritt, so ein kleiner Rundgang durch den Tümpel ist ja klein. Wenn es nicht so überlaufen wäre vielleicht, aber... Den muss ich nicht empfehlen. Nein. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Öschinensee und ja, wir nicht erwartet, dass wir da noch einen leeren Fluss da auf die Alpen. Aber ja, dann müssen wir warnen, wenn der Rig auch schon hinter uns. Schauen wir mal. Also, wir sind jetzt am Auflaufen gewesen, besser gesagt. Wir haben Velo auflaufen, aber jetzt hat es hier überall so Verbotenschilder. Und wegen Felssturz dürfen wir jetzt nicht mehr auflaufen. Also nicht den normalen Weg, gell? Ja. Sondern jetzt müssen wir hier auf. Hey! Ich hätte noch Polizier. Ja, eben. So, wir sind hier oben. Wer es glaubt. Nein, wir sind echt oben, ja. Glaub ich. Geschafft.
Hütli. Mit dem Öfeli. Ein kleines Küchli. Und dann hier noch ein Bad. Guten Morgen. So, heute gehen wir eine Hängebrücke, oder haben wir zumindest vor. Und dann schauen wir mal, was passiert da so. Jetzt momentan sind wir gerade noch am Zmögeln. So fangen wir an zu mögeln. Und wir haben das erste Mal ein bisschen Sonne. Ein Hund. Ah ja. In der Hängeseilbrücke, wie ihr gesehen habt. Jetzt sind wir weitergefahren auf Adelboden. Zuerst sind wir hier auf so minimisch kleinen Strösschen gefahren. Wenn einer kreuzt, dann einen müssen wir retour fahren. Und jetzt sind wir hier mit dem Bändchen von Adelboden aus am Ufer fahren. Und dann hoffen wir, dass wir dort oben eine schöne Rundwanderung machen können. Haben wir gleich noch Plätze gefunden zum Raclette essen. So, kurzes Update. Es hat so geluftet, dass wir mit dem Raclette verschwinden auf die andere Hausseite. Und jetzt haben wir halb fertig gegessen, weil es hat so kalt und hat so geluftet, dass die Kerzen immer ausgelöscht sind. Und ja, der Hunger hat gesiebt. Immer da gsi, so romantisch. Die Sonne ist weg. Der Nebel kommt. Geht's abhaben. Ja, wir sind jetzt wieder.